Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Part von NBA Playoffs Talk 2014. Und ja Leute, ihr wisst ja bestimmt, ich bin in der letzten Folge kläglich gescheitert. Und ja Leute, deswegen habe ich schon etwas vorbereitet. Ja, wir werden es jetzt so machen. Ich werde mich wieder mal in den Conference Finals den, ja, wie soll ich sagen, den Sacramento Kings stellen. Ja, was soll ich dazu sagen? War natürlich letztes Mal relativ scheiße gewesen, was wir da so gebaut haben für Mist. Und ja, gestern waren ja, beziehungsweise am Sonntag war ja das erste Spiel der Eastern Conference Finals. Und ja, Miami Heat hat da den Pacers unterlagen. Und ja, das Spiel habe ich mir live aufs Box angeguckt, habe da natürlich ein bisschen in, naja, wie soll man sagen, in LP aus Goldmanier ein bisschen mitgefiebert. Und ja, wie soll ich sagen, also hat mich wirklich fasziniert. Ja, Leute, wir können uns hier nochmal schnell Kadermanagement reingucken. Jo, ich bin gespannt, was ich hier reisen werde, wozu ich in der Lage bin. Und ja, Leute, beginnen wir jetzt gleich mal, bevor ich jetzt großartig viel Dünnpfiff labere. Und ja, Leute, ich habe sehr verunsicherte Miami Heats gesehen. Ich habe Miami Heat gesehen, die nicht besonders sehr dominant gespielt haben, sondern die eher mehr so, naja, wie soll ich sagen? Die haben nicht von vorne weg gespielt, die lagen immer ein bisschen hinten, die lagen immer ein bisschen hinterher und naja, das hat man halt gemerkt. Und ja, Leute, ich bin echt gespannt, wie das jetzt in Spiel 2 werden wird. Das ist ja heute Abend. Ja, und gestern Abend war ja noch das, sagen wir mal, sehr hoch gewettete Spiel, beziehungsweise das Spiel, das alle haben wollten. Oklahoma City Thunder gegen San Antonio Spurs. Und ich werde hier schon wieder überrannt, das ist unglaublich. Aber offensiv voll. Ja, die Bobs vom Land, die haben wir wieder nicht hingekriegt. So, auf alle Fälle. Ja, Kevin Durant, ne, hat anscheinend noch nicht so seine Topform erreicht. Ja, denn die Oklahoma City Thunder haben gestern verloren. Da kann man sich natürlich fragen, was war da los? Ne, das kann man sich da. Die Frage kann man sich da schon mal stellen. Ja, ich habe das Spiel leider nicht live gesehen, auch sonst kann ich über das Spiel relativ wenig sagen. Ich kann jetzt nur abschätzen oder so. Vielleicht sind die Thunder noch nicht, also vielleicht waren die einfach gestern nicht in ihrer Top-Verfassung. Das kann ja gut sein. Ich habe mir auf alle Fälle den Spielbericht angeguckt, habe gesehen, ja, Kevin Durant und so, die lagen halt relativ schnell hinten, haben sich zwar dann wieder rangekämpft, aber sie haben es irgendwie nicht geschafft, dran zu bleiben und die Führung zu übernehmen. Ja, und Steve Nash, ah, den macht er wunderschön. Ja, okay, 2 Punkte Führung. Ne, wir müssen ja nur 4 von 7 Spiele gegen die gewinnen, das ist ja ganz einfach, das kriegen wir hin, das haben wir ja in der letzten Serie gesehen, wie super ich das hingekriegt habe. Ah ja. Ja, auf alle Fälle. Jo, was sage ich dazu? Also, ich denke auf alle Fälle, das, also, ich meine, das kann man auf keinen Fall irgendwie schon als Vorentscheid oder so. Aber es ist vielleicht so der erste kleine Wegweiser oder so. Mal so nach dem Motto, ja, San Antonio Spurs, die sind in der Lage, OKC zu schlagen. Und ja, da bin ich echt gespannt, wie sich diese Serie weiterentwickeln wird und wie sich das allgemein auch so entwickeln wird. Auch wie sich das zwischen Miami Heat und den Pacers, weil, wie gesagt, da besteht ja so diese riesen Rivalität. Und ja, die Pacers haben natürlich den Vorteil, dass sie zu Hause spielen können im ersten Spiel und ich glaube auch im letzten. Aufgrund der Tatsache, dass sie in der regulären Saison bessere, also wie soll man sagen, bessere Stats kann man jetzt nicht sagen, aber halt besseres Sieg-Niederlage-Verhältnis oder so. Also wie das genau jetzt in der NBA zusammenhängt, weiß ich jetzt auch nicht, aber es ist halt auf alle Fälle so. Aber wir haben den Rebound. Okay. Ich brauche. Ah, da ist kein Block da, da kann man mal werfen! Schön, schön. Spiel ich doch gleich mal ein bisschen Full Court Press hier, wenn wir schon mal hier so anfangen. Ja, Leute, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum nehme ich jetzt schon auf? Es ist ja jetzt erst, warte, ich gucke auf die Uhr, ich gucke auf die fucking Uhr. Es ist jetzt erst 14 Uhr, aber ich habe dann um 16 Uhr meine Theorieprüfung, sprich Führerschein so, und naja, gut, was macht natürlich der Typ, der, sagen wir mal so, keine Prüfungsangst hat, aber der sich einfach. What the fuck? Wie behindert und scheiße war ich denn da gerade? Hä? Normalerweise musstest du Hand zeigen mit so einem. Boah, das hätte er auch machen können, Edwin. Ach du Scheiße. Jawohl, der erste ist schon mal drin, super. Jawohl! Aber das hatte vorher nicht gepiept. Leute, da könnt ihr mir erzählen, was er wollte. Das hat er nicht gepiept gehabt. Ah, die wollen jetzt auf den Dreier gehen. Ah, scheiße. Das ist scheiße. Ah,
Boah, was ein Block! Boah, was Steve Nash mit dem Floater. Okay, Leute, immer auf alle Fälle, ja, da ist es so diese Rivalität und ich bin echt gespannt, wie sich das entwickelt. Vielleicht wird es ja vielleicht auch noch ein paar schöne Fights geben, so wenn dann Chris Anderson, Paul Jones eine reinhaut oder so. Das wird noch spannend, Leute. Das wird noch richtig intensives Spiel. Und naja, diese beiden Teams verkörpern ja im Prinzip so die Playoffs. Nur halt letztes Jahr hat halt Miami Heat mal gezeigt hier, also wo hier der Hammer hängt. Ne, hier im Pacers, die haben sie ja besiegt. Letztes Jahr muss man auch sagen, dass ein Spiel 1 hier sehr, sehr glückliche Game-Winner von LeBron James war. Klar, wenn der nicht fällt, liegen sie auch 1-0 in der Serie. Und wie es dann aussieht, ja, super. Dann ist der Ausgang immer noch ungewiss. Aber so, Also sagen wir so, mein Tipp ist, dass die Pacers die Heat dieses Jahr schlagen werden. Also ich glaube es wirklich, weil Paul George und George Hill, wenn die mal von Dreier heiß werden und dann richtig geil sind auf LeBron James, da geht die Holy Moly ab, da kann auch, keine Ahnung, Ray Allen... Was ich allgemein viel zu wenig sehe oder so, sind allgemein Dreier von Ray Allen irgendwie. Weil das ist irgendwie total traurig, weil Ray Allen ist so, so gut von draußen, aber die geben denen so wenig im Ball. Stattdessen lassen sie, keine Ahnung, einen Chalmers schießen, der keinen Plan hat vom... Also, ich will... Ja, aber... Ihr wisst, wie ich es meine auf alle Fälle. Es ist halt... Ich meine, warum lässt man nicht den besseren Dreierwerfer schießen? Und ich sag mal so, dass Ray Allen Dreier werfen kann, hat er spätestens im letzten Jahr in den Finals gezeigt. Ne, ich sage ja nur Spiel 6 gegen Spurs. Aber Miami Heat wissen, wie es ist, kurz vorm Abgrund zu stehen, wie es kurz davor ist, so rauszufliegen, beziehungsweise zu verlieren. Zum Beispiel eben letztes Jahr NBA Finals. Und daher, ja, wie gesagt, bin ich echt gespannt. Und ja, ich glaube auf alle Fälle, dass LeBron James und Co. das... Wie gesagt, ich will nicht sagen, ich hoffe, ja, guck, jetzt piepst zum Beispiel, jetzt weiß er, okay, gut. Ja? Ja, ich glaube, der wäre nicht mehr in Time gewesen. Nee, glaub nicht. Aber okay, Leute, wir haben eine 8-Punkte-Führung. Hallo, was ist denn da los, Mensch? Was ist denn da los? Komm, hier mal Fullcore Press, jetzt hier voll unter Druck setzen. What the fuck? Ja, so geht's natürlich auch. So, ich spiele mal ein bisschen Pick and Roll hier. Boah, das ist aber schöner. Ah, komm, setz den. Nein! Nein, 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 nein. Wo war das jetzt noch defensiv voll? Ach, ich hatte eine. Beep. Ja, der trifft nicht gut so, Baby. Ich liebe dich, obwohl du scheiße bist. Obwohl du re... Okay. So. Oh, Steve Nash! Aus dem Pick and Roll heraus! Schöner Screen von der Friends und dann ist das Ding da eingebumst in der Tüte. Super, super. Ah, keine Chance. Komm, da muss doch mal ein schneller vorne mal. Keine Ahnung, mal so ein Shooting Forward, so namens Michael Finlay vielleicht mal. Oder ist Michael Finlay ein Shooting Forward? Ich will nichts Falsches sagen. Oder ist der Shooting Guard? Weil Point Guard ist ja Nash. Ah, da müsste ja... aber wer ist denn denn? Aber Jones ist doch Power... Ich komm gerade immer drauf, klar. Aber wer... Aber wenn da Friends Center ist, dann muss doch... aber dann ist doch... Aber Dirk Nowitzki ist doch kein Shooting Forward. Ist doch ein Power Forward. Ist ja auch scheißegal. Ja, auf alle Fälle, wir führen jetzt wieder mit 6 Punkten und jetzt... Oh, Steel! Komm! Jawohl! Die schnellen Punkte. Und jetzt versuchen, die Zeit runterlaufen zu lassen bis unter 24. Und dann achte ich genau auf die Uhr. Ah, bis unter 24 muss noch runterlaufen. Ah, das ist okay, glaube ich. Passt es von der Zeit her? Ich glaube schon. Ah, ich glaube, wir haben nur 0,3 Sekunden oder so. Aber das kriegen wir auch noch hin. Ja, dann spiele ich jetzt erstmal ein bisschen Isolation. Isolation, bei 5 Sekunden setze ich das Pick and Roll an. Jetzt. Jetzt kommt das Pick and Roll und er ist frei zum Korb und macht die 2 Punkte mit 3 Sekunden auf der Uhr. Ah, das, ja, ja, da geht er nochmal hier. Ja, okay, gut, ja, ist okay, super, okay, gut. Alle leben noch. Jetzt Arme nach oben und Schuss blocken. Oder auch nicht. Okay, 8 Punkte Rückstand, super. Läuft. Das ist wichtig und jetzt, oh, jetzt haben wir den Ball, es ist ja wunderschön, ist ja wunderschön. Fang den doch mal!
Boah, ohne Spaß, ey, diese Jones, ey, hau ich jetzt raus. Ach komm, weißt du, leck mich. Nö, so einen Typen lasse ich nicht in meinem Team, der nicht mal in der Lage ist, einen Ball zu fangen. Lass ich lieber einen Bradley rein. Der ist wenigstens noch groß und nicht nur fett. Ne, aber Jones, Alter, ey, Ball fangen heute mal, Ball fangen dritte Klasse. Das machst du dritte Sportstunde, erste Klasse. Aber wunderschöner. Oh, ne! Boah! Mann, ist das geil von Michael Finlay. Er macht ja aber auch die Pausen, er haut die Pauses hier raus. Da war überhaupt keine Defense mehr da. Die haben auf den Offensiv-Rebound sind die gegangen oder ich keine Ahnung auf was. Oh, da muss ich aufpassen. Ja, okay, den Stil, aber das ist alles gut. Komm, Pick and Roll, damit ich hier jetzt gleich drei Verteidiger habe. Komm, der ist frei! Aber der Rebound von Bradley! Mann, ist der Bradley geil, den tue ich ab sofort immer gleich in die Starting Lineup. Oh, Bradley mit dem nächsten Rebound! Ach, deine Mulle travelt, ey. Okay, nein. Na gut. Bradley, kannst du einen Ball fangen? Nee, da kann auch keinen Ball fangen. Mann! Nee. Jawohl, das war's. Das war der Sieg, glaube ich. Oder? Der muss jetzt fangen. Jawohl, okay, das war der Sieg. Das müsste der Sieg sein, Leute. Oder? Na, 5 Punkte. Da muss ich nochmal. Oh, der stiehlt den Ball. Nein. Nein. 3 Punkte. Nein. Jetzt geh doch in den Backcourt. Geh doch zurück. Nein. Die werden jetzt faulen, oder? Ja, ich versuche die Uhr runterlaufen zu lassen. Einfach so in der Ecke mal. Mal sehen, ob die KI so dumm ist. Bin ich jetzt echt gespannt. Oh nein! Scheiße. Da bin ich auf die R2-Taste gekommen. Fuck! Arme nach oben, Arme nach oben. Nee, schafft er eh nicht. Nee. 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 Ja, Leute, da haben wir das Spiel gewonnen. Haben wir's. Haben wir mal gezeigt, wo er hängt. War das dumm. Einfach mal R2 drücken mitten im Ballabschirm. Ja, Leute, das speichern wir dann gleich mal hier drüber, weil das ist ja mittlerweile eh scheißegal. Fuck, jetzt habe ich meine Tastatur nicht stehen. Jetzt muss ich das mal mit dem Fuß machen. Macht ja nichts. So. Okay, wunderschön gespeichert. Super. Ja, Leute, dann gehen wir direkt in das nächste Spiel, ne? Sacramento Kings. Aber erst in der nächsten Folge. Denkt dran. Okay, tschüss.